Hallo, heute stelle ich Ihnen das 18 Volt Akkugebläse DUB184 von Makita vor. Viel Spaß dabei! Auch wenn es bis zum Herbst glücklicherweise noch etwas dauert, in dem ein Gebläse ja natürlich seine Hauptsaison hat, schadet es nicht, sich bereits im Sommer damit auszurüsten. Auch in der warmen Jahreszeit fallen manche Blätter. Und um Wege davon frei zu blasen, ist ein mobiles Gerät perfekt. Wenn es natürlich auch ums Aufsaugen geht, empfehle ich Ihnen mein Video zum Black & Decker GW3030, das ich Ihnen oben rechts verlinkt habe. Im Lieferumfang des Makita-Gebläses befinden sich einige Blasrohre, die sich auf verschiedene Arten, je nach der zu erfüllenden Aufgabe, mit einem Bajonettverschluss kombinieren lassen. Das Blasrohr wird über zwei Ösen mit Schrauben an dem Gerät befestigt. Sind diese erstmal angezogen und die Rohre miteinander verbunden, entsteht eine imposante Optik, die viel Spaß bei der Benutzung verspricht. Nur noch den Akku eingesetzt und dann kann es auch schon losgehen. Die Bedienung erfolgt entweder über eine Taste oder, was viel komfortabler ist, über einen Schiebeschalter, womit dann die Taste nicht permanent gedrückt werden muss und die Leistung gut eingestellt werden kann. Inklusive Akku wiegt das Gebläse nur angenehme 3 Kilogramm, was auch bei einem längeren Einsatz keine große Belastung ist. Bei einer Leerlaufdrehzahl von 18.000 Umdrehungen pro Minute liefert das Gerät ein Luftvolumen von 780 Kubikmetern pro Stunde. Und einer Luftgeschwindigkeit von 52 Metern pro Sekunde. Damit bläst es schon einiges weg und der bürstenlose Motor sorgt für viel Ausdauer und eine lange Lebensdauer bei einer kompakten Bauweise. Nur ein 5 oder 6 Amperestunden Akku wird das sicher für die meisten Arbeiten ausreichen. Und wenn nicht, dann sollte man natürlich entsprechend Nachschub im Hause haben. Unter dem Video finden Sie einen Link zu dem aktuellen Angebotspreis des Gerätes auf Amazon und auch zu den Ersatzakkus, wenn Sie daran interessiert sind. Für mich ist das Gebläse vor allem wegen seines niedrigen Gewichts und die nicht erwartete Power eine gute Ergänzung zu den vorhandenen Gartengeräten. Akkus habe ich genug. Der Herbst kann kommen, aber ich kann es auch noch abwarten. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, freue ich mich wie immer über eine positive Bewertung und ein Abo. Und verabschiede mich nun bis zum nächsten Mal, wenn wieder etwas unklar sein sollte.